Hol ich auch ein. Also einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 20. April. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club 24 Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir sind bei 15.400 und das bedeutet, die erste Order ist jetzt die Big Number, die wir hier platzieren. Gestern, um einen Blick auf den gestrigen Tag zu legen, was das Box Trading betrifft. Ich musste leider um 11 Uhr, wir haben ein Clubmitglied hier zu Gast gehabt und hier seht ihr, das war der Trade, der ist hier nochmal ein schön dickchen tiefer gelaufen im dritten Trade, das hätte sich gelohnt. Also wir haben gestern Big Number und dann die Vola Box getradet und wir blicken aber trotzdem auf die Blue Boxen. Wir jeden Morgen gehen in die Vergangenheit einmal zurück. Das sind die kleinen Boxen hier. Wir suchen blaue Boxen, die kleiner sind als 30. Da sehen wir diese Bewegung hier einmal. Eine schöne Box, hier eine Box, dann eine 16er Box, auch hier im ersten Trade. Und die ist hier im dritten in den Gewinn gelaufen. Also erst unten einmal angetäuscht, zwei. Und dann ist die hier rausgelaufen. Also gute Blue Boxen gestern nach wie vor, eine sehr, sehr hohe Qualität dieser Darstellungsform und dieser Boxen. Die Vola Boxen, die grünen Boxen haben ja eine andere Herangehensweise bzw. auch eine andere Technik. Aber auch hier sehen wir, wenn wir in den Lauf des Nachmittags gehen, einmal hier rein und direkt rausgelaufen. Dann haben wir hier eine Andeutung 1, 2, dann ist er hier rausgegangen. Hier sehen wir auch sehr schön die Bewegung hier reingelaufen, da raus, dann unten rein, hier. Also auch da der Fokus auf diese Boxen. Das ist zwar jetzt nicht Massengeschäft, dass man jetzt ständig rein, raus, aber dafür ist die Qualität sehr, sehr gut und da würde ich immer auch den Fokus drauf legen, nicht die Vielzahl der Trades machen, die Performance, sondern die Qualität. Und das bedeutet jetzt, wir gehen einmal in die großen Zeitebenen rein. Bitcoin hat gestern Abend ein Short-Signal gegeben auf Tagesbasis. Ja, wir sind jetzt bei 54.714. Das Short-Signal nach unserem Regelwerk bei Bitcoin lag bei 56.000. Dann gab es das Short-Signal. Auf Wochenbasis sehen wir hier auch eine starke rote Kerze. Wir sind jetzt aber erst am Anfang der Woche, kann sich alles noch verändern. Bleiben wir bei Bitcoin heute und gehen einmal in dem Vergleichsmarkt, nämlich Gold. Gold liegt bei 1768. Ich mache das hier ein bisschen kleiner. Und wir sehen, dass der 100-Tages-Durchschnitt, 200-Tages-Durchschnitt sich langsam sich zusammen entwickeln und es so ein Mini-Cluster gibt und das wird meistens mit einer größeren Bewegung aufgelöst. Schauen wir mal, in welche Richtung. Momentan sind wir beim 100-Tages-Durchschnitt erstmal, haben dort gehalten. Wenn wir die Fibonacci-Zahlen mal nehmen, links, rechts, dann sehen wir Retracement, das ist der Klassiker, 1, 2, die Bewegung hier. Beim 38er Retracement hat der Markt erstmal geholt. Das heißt, diese Abwärtsstrecke von 1900 bis runter auf 1,6. Ja, jetzt ist das Ganze erstmal, hat erstmal ja eine Gegenbewegung geläutet und eingeläutet. Hier schauen wir mal auf diese rote Sonne, ob es denn zu einer Umkehr kommt. Das bedeutet die Nasdaq-Technologiebörse, gestern unentschieden, heute mit einer kleinen roten Kerze in Anmarsch, rote Sonne. Ja, hat aber noch nichts zu bedeuten, dass wir jetzt Short hier einsteigen. Wenn es zu einem Signal kommt, bin ich dabei. S&P 500 sieht dementsprechend noch stabil aus. Also da ist noch nichts von einer Erholung zu sehen. Dow Jones auch noch sehr stabil und Good Old German DAX. Der DAX gestern, ja, nicht eine Umkehr, aber unentschieden hier, aber schon leichte Schwächeanzeichen bei dem All-Time-High, was wir gestern erreicht haben, 15.500. Ja, aktuell 15.384. Okay, die erste Box, die wir heute platziert haben, ist die Big Number um die 15.400. Wir haben kein Gap und somit blicken wir einmal auf die Vola-Box. Wo kommt die Vola-Box heute Morgen rein? 15.347. 15.347.
Das können wir uns merken. Siebenundvierzig, das ist also so in dem Bereich, kommt die Vola-Box rein. Läuft. Also noch sind wir nicht im Markt im DAX. Es gab Short-Signale, aber wir sind schon ziemlich short positioniert im DAX und ich will erstmal unsere Position reinbringen. So, die Glocke und wir sehen unten die Vola-Box. Die aktivieren Sie bei 47. Das ist die grüne Box. 47 Long oder bei 32 Short, das ist die Idee. Es ist 9 Uhr. So, wir haben tatsächlich eine 27er Box, die werden wir aktivieren. 27er Box, das heißt, wir gehen Short bei 15.356. 15.356 Short oder 15.384 Long. Das ist die Blue Box unter 30, die werden wir aktivieren und wir haben eine Vola Box hier auf der linken Seite. So, für den Dienstag, 20.04., erste Trade. Wir sind long im DAX, 15.384 und unser Gewinnziel liegt kurz vor der 15.400er Marke hier. Ah, Maurice, der hat viel zu tun. Wir haben Kampagnen gerade im internationalen Bereich, also Dänemark, Holland und wie auch immer, sind sehr viele Anfragen. Die muss er als Coach, hat heute Vormittag keine Zeit, mit mir hier Deutschkurses zu machen. So, wir sind long, meine Damen und Herren. Und ein Punkt fehlt noch. So, der Spread muss noch verdient werden. Wir brauchen noch einen Schub nach oben. Im linken Fenster, da gibt Siegfried, ich habe das nicht gemacht, weil wir da die Vola-Box drin haben. Aber wir hätten die Big Number auch machen können. Aber jetzt sind wir in der Vola-Box drin. Entschuldigung, habe ich nicht gelesen hier. So, 13.356 wäre der nächste Trade dann unten raus, wenn der Markt nach unten möchte. Wir sehen es dort, Big Number hätte gut funktioniert. Albrecht, guten Morgen. Also Gewinnziel ist doch klar definiert an alle Clubmitglieder beim Box Trading. Ja, den 27er Box. Wir gehen mit der Hälfte da raus im ersten Trade. Ansonsten der zweite Trade wird länger. Beziehungsweise lassen wir dann etwas weiter laufen. Aktuell sind wir genau in der Mitte. Also wir sind im ersten Trade.
Und wir haben eine zweite Order hier, das ist die 15347. Das ist die Vola-Box hier. So, das heißt, wir warten hier. Sind wir im zweiten Trade und da gehen wir erstmal auf angepasst und spekulieren hier. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der erste Trade, der in den Gewinn läuft, doch die Vola-Box ist. 15.347, unsere gestrichelte Linie für den Blue Box liegt bei 34. So, die Vola-Box hat sich verschoben, es ist 10 Uhr. Das heißt, 15.348 gehen wir long und wir sind jetzt long. 15.333 gehen wir short. Also links sind wir long, rechts sind wir short. So, für unseren YouTube. Wir sind jetzt im zweiten Trade im Gewinn. Die gestrichelte Linie zeichnet unser Gewinnziel an. Wenn wir jetzt auf Auto Trading gehen, sehen wir, die Vola-Box lassen wir weiter laufen. Und das war unser Gewinntrade für das Videotagebuch. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Vola-Box ist im zweiten Trade und auf dem linken Bildrand. Den Trade lassen wir bis zu Big Number laufen. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder.